Mein Name ist Julia Bunnemann, ich bin Kuratorin der Fotografieplattform PhotoWorks in England und hier Kuratorin der Ausstellung RISC. RISC als Teil der RAW in der großen Kunstschau beschäftigt sich mit dem Risiko im Großen wie Migration und Klimawandel, Proteste oder Krieg und beleuchtet im Kleinen persönliche Umstände, die dazu führen, dass der Mensch aus seiner Komfortzone heraustritt. Risiko ist ein sehr individueller Begriff. Jeder Mensch hat eine andere Risikobereitschaft, abhängig von den persönlichen Gegebenheiten. Von der Fotografie ausgehend sehen wir in der Ausstellung Video, Text, Collagen und Zeichnungen. Die Auswahl der 7 Positionen, von denen keine der Arbeiten älter als 4 Jahre ist, verdeutlicht, dass alle Themen miteinander verwoben sind. Die iranische Künstlerin Hodev Shah bedient sich mit ihrer Arbeit Women, Life, Freedom bewusst Bildmaterial aus den sozialen Medien. Dabei will sie die aktuellen Gräueltaten des iranischen Regimes an der Bevölkerung im kollektiven Bewusstsein behalten. Die iranische Regierung versucht über weite Strecken die Verbreitung der Bilder zu verhindern. Afshar teilt daher eine Auswahl im öffentlichen Raum und wir als BetrachterInnen sind dazu aufgefordert, die Bilder wieder mit der Welt im Netz zu teilen. In Are There Rocks or Clouds untersucht Marina Kaneve anhand der Geschichte von Naturkatastrophen in den Dolomiten das menschliche Vergessen und Verdrängen. Geologen behaupten, dass Naturkatastrophen eine Wiederkehrperiode von 100 Jahren haben. Die Menschen dort sind also einem ständigen Risiko ausgesetzt. Kaneve untersucht, wie und warum der Mensch es schafft, in einer solchen Umgebung weiterzuleben. In ihrer Arbeit The Flood, einer Videoinstallation, die mit Ton unterlegt ist, zeigt die iranisch-niederländische Künstlerin Tina Farifteh die Verbildlichung von Migration anhand der Wassermetapher. Als Niederländerin ist Farifteh sich der Gefahr des Wassers besonders bewusst, wo Überflutungen seit Jahrhunderten eine existenzielle Bedrohung darstellen. Sie spielt aber auch auf das lebensbedrohliche Risiko für die Menschen an, die täglich mit schlecht präparierten Booten über gefährliche Gewässer versuchen, an ihre Ziele zu gelangen. Mit den Arbeiten der ukrainischen Künstlerin Viktoria Pidust unterdessen wird künstlerisches Schaffen in Zeiten von kriegerischen Handlungen gezeigt. Pidust entschloss sich, nach der russischen Invasion in der Ukraine zu bleiben, half bei der Produktion von Material zur Verteidigung und hielt den Alltag im Krieg fest. Der Raum hier zeigt eine fast inhumane Welt, da Pidust die digitalen Fotodateien absichtlich mit sogenannten Glitches belegt und die Realitäten zu verschieben scheint. Laura Panic wiederum begleitet über 1 Jahr lang Baruch, einen jungen Mann, der die ersten Schritte in ein neues Leben wagt und die ultrajüdische orthodoxe Gemeinschaft verlässt. Entstanden sind einzelne Porträts, die diese intime Reise des Loslassens und die neue Unabhängigkeit festhalten. Die Serie Ha Sham Shayan Bak der Künstlerin Pratna Singh ist ein Porträt eines von muslimischen Frauen initiierten Protests gegen den Citizen Amendment Act. Das Einbürgerungsgesetz von 2019, das Migrantinnen aus Afghanistan, Bangladesch und Pakistan eine indische Staatsbürgerschaft ermöglicht, Muslime aber davon ausschließt, untergräbt die Religionsfreiheit des Landes. Die Serie ist eine Arbeit gegen das Vergessen, denn der Staat nahm die Covid-Pandemie 2020 zum Anlass, die Proteste zu untersagen und deren Spuren zu beseitigen. Die Fähigkeit der Fotografie, die Realität einzufangen, ist in manchen Fällen nicht ein Segen, sondern ein Risikofaktor. Ein Risiko, das katastrophale Folgen nach sich ziehen kann. Die fotografische Dokumentation wird zum Denunzianten und Verräter. So ging es Yu Wai Hang mit der Serie Clean Hong Kong Action während der Hongkong-Proteste im Jahr 2019. Er beschloss daraufhin, alle Gesichter auf den Bildern auszuschneiden, um die Gezeigten zu schützen und dennoch die Proteste zu dokumentieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken und vielen Dank fürs Zuhören.